Seit Stunden packen sie Geschenktüten für Erstwähler, damit ihr Präsident Ilham Aliyev an der Macht bleibt. Er habe in seinen zwei Amtszeiten ein modernes Aserbaidschan geschaffen, sagen die jungen Aktivisten seiner Partei. Neues Aserbaidschan heißt die. Aliyev garantiere Wohlstand und Fortschritt, das schreiben sie auch, wenn sie in sozialen Netzwerken im Internet Werbung machen. Ich bin sicher, dass auch die jungen Menschen in Aserbaidschan dafür stimmen werden, dass unser Land international noch stärker wird und dafür, dass wir noch mehr wirtschaftliche Erfolge haben. Die Hauptstadt Baku, ein neues Dubai soll sie sein, aber mit historischem Flair. Milliarden aus dem Rohstoffgeschäft machen es möglich. Die Crystal Hall wurde 2012 für den Eurovision Song Contest gebaut. Viele hofften, dass das europäische Prestigeprojekt Aserbaidschan mehr Demokratie bringen würde. Die weltweite Aufmerksamkeit war wichtig, sagt Menschenrechtsaktivist Rasul Jafarov, aber die Probleme seien geblieben. Wir haben immer noch viele politische Gefangene. Wir wollen, dass sie endlich freikommen. Und wir haben immer noch große Probleme mit der Versammlungsfreiheit. Man kann bei uns nicht einfach auf die Straße gehen und seine Meinung sagen. Vor den Wahlen ist offener Protest in Grenzen möglich. Die Erlaubnis für eine Abschlusskundgebung in Zentrumsnähe hat die Opposition bekommen. Sie ist zerstritten, aber hat sich auf einen Kandidaten geeinigt. Doch gerade mal 2000 Menschen sind gekommen. Vielleicht sprechen die Menschen zu Hause in der Küche oder im Büro offen über ihre Unzufriedenheit mit dem System. Die meisten haben immer noch Angst, das in der Öffentlichkeit zu tun. Im Vorort Sulutepe ist vom Ölreichtum nichts angekommen. Immer wieder werden Wohnhäuser abgerissen, offenbar ohne Gerichtsbeschluss, um noch mehr Öl aus dem Boden zu pumpen. Den Journalisten Idrak Abbasov haben wir im April 2012 schon einmal besucht, im Krankenhaus. Sicherheitsleute des staatlichen Ölkonzerns schlugen ihn bewusstlos, weil er filmte, wie Häuser abgerissen wurden. Veranstaltungen wie der Eurovision Song Contest in unserem Land sind Augenwischerei und Theater. Immer wenn etwas Wichtiges ansteht und die ganze Welt für einen Moment hierher guckt, dann tut die Führung alles dafür, dass Aserbaidschan wie ein demokratisches Land erscheint. Deshalb ist Idrak Abbasov sicher, nach den Wahlen werde der Druck auf Regimekritiker und deren Familien weiter steigen. Die Unterstützer von Präsident Ilham Aliyev aber wollen davon nichts hören. Sie freuen sich schon auf den sicheren Sieg.